Ihr seid gar nicht... Wenn ihr mich fragt, ist das hier das Herz Kirkwalls. Hey, nehmt das zurück. Ihr hattet eure Reliquie. Ihr wart fort. Es gab für euch keinen Grund, zurückzukehren und euch den Kunari zu stellen. Ich habe immer noch kein Schiff. Ich dachte, vielleicht könnte ich eins bekommen. Von einem Haufen schiffbrüchiger Kunari? Von Vicomte. Ich bin nur zu spät angekommen. Konntet ihr einige Kunari-Schwerter finden? Das ist alles, was ich finden konnte. Bringt sie zu mir, wenn ihr noch weitere finden solltet. Und Andraste sagte, jene, die einem Haus des Erbauers ein Leid antun, tun auch dem Erbauer selbst ein Leid an. Ich werde euch aufsuchen, sobald ich fertig bin. Ich danke euch. Wisst ihr, Isabella? Ihr habt dieser Stadt durch euren Sieg über die Kunari einen großen Dienst erwiesen. Der Erbauer segne euch, Champion. Seid ihr hier, um zu beten? Habt ihr darüber nachgedacht, auf wessen Seite ihr euch schlagen werdet? Die der Magier oder die der Templer? Es ist kein Geheimnis, dass ihr auch Abtrünnige zu euren Freunden zählt, Champion. Ihr habt viel dafür getan, um die Feuer der Rebellion anzufachen. Wir müssen Meredith und Orsino Zeit geben, ihre Differenzen auszuräumen. Es kann nichts Gutes daraus entstehen, eine Seite zu begünstigen. Der Erbauer hat die Magier erschaffen. Warum beschützt er sie dann nicht? Ich habe Mitgefühl mit den Magiern, glaubt mir. Möchte nicht in der Galgenburg eingesperrt sein. Aber ich darf nicht gegen sie Partei ergreifen. Wir alle sind Geschöpfe des Erbauers, aber die Magie ermöglicht einen Missbrauch, der die Grenzen der Sterblichen überschreitet. Ich kann nur darauf hoffen, die Bedürfnisse aller im Gleichgewicht halten zu können. Denn wenn es zu einem Krieg kommt, sind vor allem die Bewohner dieser Stadt die Verlierer. Da seid ihr hier. Ich habe schon überall nach euch gesucht. Euer Gnaden? Eure Seele ist aufgewühlt, mein Kind. Ich hoffe, ihr findet hier Linderung. Ich möchte, dass ihr dies bekommt. Was ist das? Ein Kissen? Handbesteckt von meiner Mutter. Es war das einzige von ihr, was ich behalten durfte, als ich zum Zirkel kam. Warum in Andrastes Namen solltet ihr das ausgerechnet mir schenken? Ihr wart mir ein guter Freund, Varric. Oh, oh. Ihr solltet euer Kissen behalten, Blondschopf. Ich hoffe, ihr habt darauf noch viele schöne Träume von ermordeten Templern. Hawk, ich hätte nicht damit gerechnet, euch hier anzutreffen. Ich muss euch auf der Stelle sagen, dass ich euch liebe. Ihr habt zu mir gestanden, obwohl ich euch allen Grund gegeben habe, euch von mir abzuwenden. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Was auch immer geschieht, vergesst es nicht. Warum sagt ihr so etwas? Er wird immer noch hier sein, wisst ihr? Gerechtigkeit. Lange nachdem ihr und ich, nachdem wir beide längst tot sind. Für einen Geist hat der Tod nicht dieselbe Bedeutung wie für uns. Er wird einfach ins Nichts zurückkehren. Ich liebe euch, Anders. Ihr seid das Wichtigste in meinem Leben. Aber es gibt Dinge, die bedeutender sind als mein Leben, bedeutender als jeder von uns. Es tut mir leid. Ihr irrt euch. Es gibt nichts Bedeutenderes als die Liebe. Ich habe euch gesagt, ich würde euch das Herz brechen. Aber ihr sollt wissen, dass es mir auch meines bricht. Ich hatte gehofft, wir könnten eine bessere Lösung finden, aber Gerechtigkeit und Rache sind zu eng miteinander verflochten. Ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ihr seid das strahlende Licht in meinem Leben.
Gebt euch niemals die Schuld für das, was geschehen wird. Evelyn, glaubt ihr, wir werden gewinnen? Was gewinnen? Na, am Ende. Es fühlt sich an, als würde bald etwas enden, findet ihr nicht? Glaubt ihr, wir werden gewinnen? Nichts endet, Meryl. Die Lage ist etwas angespannt, aber das geht vorüber. Hoffentlich gewinnen wir. Dann macht Meryl ganz sicher eine gute Geschichte daraus. Wie wär's, wenn ich es mal versuche? Ihr seid so ein Sklaventreiber.